Also die billigste Fluglinie der Welt, das ist die Coconut Airlines. Das ist schlimmer als die Aeroflot und die Jugoslavia Air, das ist das absolut Schlimmste. Aber es gibt immer wieder Leute, die damit fliegen. Und da war ich doch mal so ein Flug von New York nach Hawaii. Die Maschine startet. Nach einer Viertelstunde haben sie die gewünschte Flughöhe von 350 Metern erreicht. Und da meldet sich der Kapitän zum ersten Mal. Ladies and Gentlemen, here is your captain speaking. We are now on our flight from New York to Hawaii City. I wish you a nice flight. Naja, die Maschine fliegt halt weiter. Auf einmal meldet sich der Kapitän wieder, sagt er. Ladies and Gentlemen, here is your captain speaking. If you are looking now outside on the windows on the left side, die Leute rechts im Flugzeug sitzen, stehen alle auf. You will see that our right and our left engines are burning. Und wirklich solche Flammen kommen da hinten raus, ne? Die Leute setzen sich wieder hin. Weiter geht's, nicht? Nach einer Viertelstunde meldet sich wieder der Kapitän, sagt: Ladies and Gentlemen, here is your captain speaking. If you are now looking outside on the windows on the right side, die Leute von der linken Seite, also hier stehen auf, ne? You will see that our right engines are also burning. Wirklich auch rechts bei den Triebwerken kommen nur mehr so mal solche Flammen raus. Naja, die Leute setzen sich wieder hin, es geht weiter und schön langsam merken sie, wie das Flugzeug immer tiefer und tiefer und tiefer wird. Auf einmal meldet sich der Kapitän wieder. Ladies and Gentlemen, here is your captain speaking. We have a little problem. Our engines are burning and so I think we have to make a water landing. So, for all swimmers, please sit down on the right side. And all non-swimmers sit down on the left side. Naja, die Schwimmer kennen, setzen sich rechts, die nicht schwimmen links. Muss, du holst dort das Flugzeug. Auf einmal machst du. Das ist ganz ruhig. Meldet sich wieder der Kapitän. Ladies and Gentlemen, here is your captain speaking. Now we have made our water landing. So, for all swimmers, please swim. And for all non-swimmers, thank you for flying Coconut Airlines. Die 88 Punkte haben es sich wirklich verdient, alles. Auch wenn es sich bei diesem Witz um einen Langstreckenflug behandelt.